Und ihr seid online. Ja, moin Leute, herzlich Hallo. willkommen zum Zwischenruf von Waldorf und Stettler. Heute können wir gleich ankündigen, wird es wirklich nur ein Quickie, aber sehr vergnüglich. Natürlich, absolut. Wir hatten nämlich eine Debatte heute zur aktuellen Stunde, die deswegen stattfand, weil nichts passiert ist. Berlin nach dem 1. Mai. Berlin nach dem 1. Mai. 1. Mai, der friedlichste seit Jahrzehnten, nichts passiert, trotzdem aktuelle Stunde. Warum? Weil wir mal wieder über das Soziale sprechen wollten. Richtig, genau. Also, ihr müsst das euch so vorstellen, alle anderen Fraktionen haben über Innenpolitik gesprochen. CDU, FDP und AfD haben im Prinzip bedauert, dass es ein so friedlicher Mai war, dass so wenig an Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten passiert ist. Die hätten sich förmlich gewünscht, dass da mehr los gewesen ist. War aber nicht so. Warum? Weil die Polizei gut gearbeitet hat, weil die Leute friedlich waren und weil die Leute sich um die wichtigen Sachen gekümmert haben beim 1. Mai, nämlich um Soziales, Mieten, Arbeitskampf. genau. Gute Pflege, gute Bezahlung. Richtig. Und Niklas hat für uns die Rede gehalten als Innenpolitiker. Und das war für uns total cool, weil Niklas nämlich im Prinzip Sachen gesagt hat, die auch ansonsten Damiano hätte sagen können. Nämlich, dass wir dafür gesorgt haben, dass in Berlin der Landesmindestlohn auf 13 Euro erhöht wird. Dass auf Bundesebene die Ampelkoalition im Moment unzureichende Pakete schnürt. Die Inflation und auch die Kriegskrise. Die trifft nämlich nicht alle Leute gleich, sondern die Leute sehr unterschiedlich. Und er hat zu Recht darauf hingewiesen, dass wir zum Beispiel hier mit unseren guten Gehältern zum Beispiel keine Steuerermäßigung von 300 Euro brauchen oder auch eigentlich nicht das 9 Euro ÖPNV-Ticket, sondern dass das bei anderen Leuten besser aufgehoben wäre, zum Beispiel. So ist es. Er hat auch auf die Tarifverträge in der Pflege hingewiesen, die wir in Berlin haben, wo wir auch bundesweit Vorreiter sind. Und das war interessant, weil diese ganze innenpolitische Debatte, wie viele Steine geflogen sind, wie viele Flaschen geflogen sind, wie viele Polizisten verletzt waren und so weiter, die war eigentlich ziemlich irrelevant, weil es ging mal wieder um die Frage, dass der 1. Mai eigentlich ein Kampftag der Arbeiterinnen und Arbeiter war und ja auch mit dem Kampf für den 8-Stunden-Tag sich durchgesetzt hat. Richtig. Und darum ging es heute mal wieder, um Arbeitsbedingungen und um die Frage, wie die Menschen hier zusammenleben in Ja, unserer und Stadt. ich hatte das am 1. Mai ja auch gepostet, das damalige Bild von der Kampagne des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Samstags gehört Fatih mir. Und ich finde, nach dieser erfolgreichen Kampagne zur Durchsetzung der 5-Tage-Woche sollten wir jetzt mal langsam schauen, dass wir bei vollem Lohnausgleich die 4-Tage-Woche bekommen. Das wäre doch mal eine geile Sache. Ja, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ja, für Abgeordnete gilt das natürlich nicht, ne? Nee, für Abgeordnete gilt es natürlich nicht. Und Ja. natürlich müsste man auch das Plakat diesmal ein bisschen cooler machen. Da müsste man natürlich irgendwie nicht nur Fatih nehmen, sondern auch Mami und überhaupt auch noch andere Leute. Und ja, aber das würde der DGB bestimmt hinkriegen. Die Innensenatorin hat auch gesprochen heute und sie hat einen Großteil der Rede damit verbracht, über den 8. und den 9. Mai zu sprechen, wo wir ja das Kriegsende feiern und den Kriegstoten gedenken. Und es ist sehr wichtig, falls ihr auf Veranstaltungen am 8. oder 9. Mai geht, passt durchaus auf, dass ihr nicht in nationalistische Demonstrationen und Aufmärsche von Nationalisten geratet. Weil schon durchaus versucht wird, diesen 8. und insbesondere den 9. Mai für russische Kriegspropaganda zu missbrauchen. Wir als Partei haben uns entschieden, dass wir da nicht mitmachen, dass wir auch auf keine Veranstaltung der russischen Botschaft oder ähnliches gehen, sondern dass wir das stille Gedenken an die Kriegstoten und insbesondere auch an die Erfolge der Roten Armee gegen Nazi-Deutschland, dass wir das stille Gedenken vorziehen. Und die Rote Armee war nicht Russland, sondern die Rote Armee war natürlich, wie ihr wisst, aus verschiedenen Teilen der Sowjetunion zusammengesetzt. Da waren auch Ukrainerinnen und Ukrainer dabei, Ziemlich viele sogar. ziemlich viele sogar, und die viele Opfer getragen haben. Aber auch die baltischen Staaten waren dabei, die heutigen baltischen Staaten. Und deswegen gedenken wir allen Opfern und werden uns da nicht sozusagen vereinnahmen lassen. Und das solltet Genau, ihr auch nicht tun. so sieht's aus. Ja, und ansonsten hatten wir noch eine Rederunde zum Versammlungsrecht, zum Versammlungsfreiheitsgesetz. Das war natürlich wieder so ein Punkt, den ich bestritten habe. Kann man auch kurz zusammenfassen. Ihr habt ja mitbekommen, es gab einen von der Polizei falsch ausgeübten Ausschluss eines oder Durchsetzung eines Ausschlusses eines Journalisten bei einer pro-palästinensischen Demonstration. Das war ein Fehler bei der Anwendung vor Ort. Man hätte den Journalisten da entweder gar nicht ausschließen dürfen,
weil er gar nicht erheblich gestört hat oder ihn dann zumindest irgendwie am Rande belassen dürfen. Und ja, die FDP meinte dann irgendwie, das ist ein Problem des Gesetzes. Ist es nicht, ist ein Problem der Anwendung. Im Gesetz haben wir sogar reingeschrieben, dass die Gewährleistung der Berichterstattung der Medien von der Polizei auch geschützt werden muss. Mehr kannst du dann auch als Gesetzgeber nicht machen. Und das ist in der Versammlungslage vor Ort dann irgendwie auch mal Abwägungsprozesse zwischen Pressefreiheit und Meinungs- und Versammlungsfreiheit gibt. Das ist ein alter Hut. Und naja, das war die FDP. Ich habe dir dann so ein bisschen erklärt, wie das läuft. Pikant war übrigens noch, dass die FDP hier was streichen wollte, was sie in ihrem eigenen Gesetzentwurf in Schleswig-Holstein genauso zu stehen haben, wie wir hier in Berlin. Den Widerspruch konnten sie auch nicht erklären. Naja, und ansonsten kam die CDU noch mit dem alten Zopf und wollte wieder die öffentliche Ordnung einführen. Die haben gar nicht gemerkt, dass wir an einer Stelle die öffentliche Ordnung durchaus im Gesetz haben. War ein bisschen peinlich für den Kollegen, hätte man nämlich wissen können. Und ansonsten ja, war das sozusagen eine ganz lustige Runde. Da werden wir morgen bestimmt das Video posten von meiner Rede. Es war auf jeden Fall ein bisschen heiter bei dem Thema, obwohl es ja ein ziemlich rechtliches, nerdiges Thema ist. Naja. Apropos FDP, wir hatten heute auch die Einsetzung des Untersuchungsausschusses zu Neukölln und zu der Rechtsterrorismus-Serie in Neukölln. Und die FDP, die gestern im Ausschuss noch für die Einsetzung des Untersuchungsausschusses gestimmt hat. Und für die dringliche Einsetzung. Und für die dringliche Einsetzung hat heute gegen die Zusammensetzung des Ausschusses gestimmt. Und das war ein vollkommen kruder Vorgang, sodass der Ausschuss jetzt nicht vollständig ist. Wir haben den Ausschuss trotzdem jetzt eingesetzt und hoffen, dass er jetzt ins Arbeiten kommt, weil es natürlich sehr wichtig ist, dass wir diese Rechtsterrorserie und insbesondere die Verquickung der Polizei in mögliche Täterschaft oder zumindest eine Duldung und Nichtverhinderung von Anschlägen, diese Verquickungen müssen aufgedeckt werden. Da hat das nicht ausgereicht, was die Polizei bisher selber ermittelt hat. Und deswegen gibt es jetzt Gott sei Dank diesen Untersuchungsausschuss, wo unser Kollege Niklas Schrader auch der Sprecher drin sein wird und die Fraktionsvorsitzende Anne Helm geht auch mit rein. Und wir hoffen, dass damit das mal ein Ende hat. Diese Terrorserie läuft nämlich schon über viele Jahre in Köln und bisher sind die Verdächtigen nicht in Haft. Ja, und wie gesagt, wir müssen das Ding mit den Strukturen in den Blick nehmen, denn wir wissen von einzelnen Polizisten, die in Chats, wo auch Leute aus den rechten Strukturen drin waren, Informationen weitergegeben haben aus dem Polizeibereich, das ist ein Problem. Oder wir wissen auch von Polizisten in Chatgruppen, die selber rechtsradikale Inhalte gepostet haben. Und wir haben die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, uns das tatsächlich genau anzugucken. Das wird sicherlich eine, im wahrsten Sinne des Wortes, radikale Minderheit sein. Davon gehen wir aus, weil der ganz überwiegende Teil der Polizeibeamtinnen und Beamten natürlich verfassungstreu ist. Aber trotzdem haben wir die Pflicht, da reinzugucken, weil es kann nicht sein, dass aus den Sicherheitsbehörden an rechte Strukturen irgendwelche Hinweise gegeben werden oder sensible Daten durchgestochen werden, was dann dazu führt, dass Menschen, die in der Zivilgesellschaft sich gegen rechts engagieren, dann wirklich eine Bedrohungssituation haben. Das ist überhaupt nicht hinnehmbar. Ja, das werdet ihr sicher in den nächsten Wochen mitbekommen und Monaten. Dieser Untersuchungsausschuss arbeitet dann, wird natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit machen und wird erzählen, was dort passiert, welche Leute dort vernommen werden und wir sind gespannt, wie es damit weitergeht. So, wir sind fertig für heute. Genau, wir müssen jetzt runter. Es sind noch Abstimmungen da, Rederunden nicht mehr, aber auf jeden Fall Abstimmungen und das werden wir jetzt erledigen. Und wie immer gilt, irgendwelche Fragen oder Bemerkungen, die ihr habt, in die Kommis. Und dann schreibt in die Kommis. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen. Ciao.